Das Velo de Ville SEB 890 Pro. Genau. Müsste stimmen, oder? Ist richtig. Jetzt in diesem Video. Viel Spaß. Herzlich willkommen beim Fahrradgeschäft Fitbikes und, oder doch lieber bei Ford? Ich weiß es nicht, Marcel. Wo sind wir hier? Sowohl als auch. Ja, Ford Rauscher, ja. Fitbikes Weilheim, alles in einem Haus, Mobilität vom Fach unter einem Dach, unser Motto. Wenn ihr im Oberland unterwegs seid, genau. Ab nach Weilheim zum Ford Autohaus Rauscher, dort findet ihr uns nämlich auch mit drinnen. Jetzt ganz neu, oder auch nicht so neu, ihr seid ja schon. Ein halbes Jahr sind wir schon da. Jahr, genau. Also da findet ihr auf jeden Fall einen Fitbike-Standort und wie der ausschaut, jetzt gibt es ein paar Eindrücke. So, Marcel, jetzt wissen wir, wie es bei dir da drinnen ausschaut. Genau. Es soll aber heute um was ganz was anderes gehen, und zwar um ein Fahrrad. Jawohl. Velo de Ville, hast du da drin jetzt noch gar nicht stehen? Kommt aber noch. Genau. Fahrprobe sind schon da. Die Order ist getätigt. Wir warten auf die Lieferung. Mhm. Genau, neue Marke bei uns. Sehr, sehr geiles, modulares System. Macht einfach Sinn. Ist eben auch das, was wir immer sagen. Da können wir natürlich auf sämtliche Wünsche der Kundschaft eingehen. Ja. Und es passt natürlich zu unserem Beratungsprozess wie Faust aufs Auge. Das heißt, da kann man in dieser einen Stunde wirklich ordentlich mal durchgehen, was braucht der Kunde, was will der Kunde. Und jetzt schauen wir uns aber mal das Rad an. Was kriegt denn der Kunde hier? Also, wir haben schon gesagt, wir haben das SEB. Jetzt muss man schon mal erstmal differenzieren. Was ist denn das SEB? Ich habe in einem anderen Video das AEB vorgestellt. Mhm. Klassische Trekkingrad, All-Terrain-Bike. Jetzt ist es das SEB. Das ist schon mal, wenn man es so anschaut, ein bisschen wuchtiger. Ne? Genau, ist halt klassisch SUV. Bisschen breitere Reifen, ein bisschen sportlichere Sitzposition. Wir können es aber je nachdem natürlich auch passend komfortabel einstellen, wie der Kunde es möchte. Generell aber ein bisschen für mehr Schotter ausgelegt, dass du halt auch einfach noch die Möglichkeit hast, ein bisschen breiter das Ganze zu nutzen. Und ich habe in dem AEB-Video schon gesagt, ich bin mittlerweile immer sehr häufig mit einem SUV-Bike unterwegs und ich genieße das einfach. Und gerade auf der Tour, die wir heute gefahren sind, da hätte ich auch gerne lieber das Rad genommen. Es ist mir leider eine Nummer zu groß, deswegen musste ich es mit dem anderen Rad. Aber es ist auf jeden Fall so, dass auf schottrigem Untergrund so ein Rad wahnsinnig Sinn macht. Ja. Du erzeugst eine wahnsinnige Sicherheit, eine sehr hohe Kontrolle und das ist natürlich für Schotter absolut der Wahnsinn. Jetzt haben wir das SEB geklärt. Jetzt klären wir mal die Zahl dahinter. Jetzt haben wir hier ein 890. Ich hatte an dem grünen Rad das AEB 990. Mhm. Was ist denn jetzt der Unterschied in diesen Zahlen hinten? Genau. Die 8 in dem Fall steht immer für den Motor. 8 Performance Line. Vorhin 990 war der Performance Line CX. Genau. Vorteil von dem Motor ist einfach, er ist wesentlich leiser. Reicht in der Regel im Trekking- oder SUV-Bereich aus. Es sind 10 Newtonmeter weniger, die man meistens nicht spürt. Genau. Würde ich auch behaupten. 9 danach identisch, komplett im Rahmen integrierter Akku. Mhm. Okay, also haben wir Performance Line ohne CX und einen integrierten Akku. Genau. Wir haben jetzt hier aber auch die Möglichkeit, wieder verschiedene Akkus auszuwählen. In der Grundkonfiguration ist es, glaube ich, ein bisschen kleiner. Genau, in der Grundkonfiguration 500 Wattstunden, jetzt die Option 625 Wattstunden, ist immer die Sache. Nutzt es wirklich aus? Brauchst du die Reichweite oder kannst du dir ein bisschen, ich sag mal, Geld und auch Gewicht am Rad sparen? Ich denke mal, bei so einem Rad machen die paar Gramm mehr da auch nichts. Also nehmt da auf jeden Fall gleich mal die 625. Weil das Interessante ist ja, mit so einem Rad fährst du halt auch viel weiter.
Und dann bist du dann vielleicht ein bisschen verärgert, wenn du dann doch die kleinere Option das genommen hast. Das geht ruckzuck hast. Und genau. Das. Und dann lässt man manchmal sogar ein bisschen mehr Turbo fahren, dann ist das ganz schnell leer. Also ich spreche aus Erfahrung. Genau. Was haben wir denn sonst noch? Also wir haben ein SUV-Bike, dicke Reifen, wir haben einen potenten Motor drin, wir haben einen großen Akku drin. Das sind aber nicht die einzigen Highlights an diesem Rad, Nein. oder? Gehen wir mal von hinten nach vorne durch. Wir haben hier einen richtig dicken Gepäckträger. Genau. MKD, 27 Kilo insgesamt Zuladung. Da geht richtig was drauf. Genau, MIG-Standardsystem. Wir haben seitlich noch die Relings dran, dass wir auch sowohl oben drauf als auch seitlich Packtaschen hinbekommen. Super clever gelöst. Finde ich absolut, ja. Genau. Und das Schöne ist, es gibt noch die klassische Federklappe. Oh ja. Ihr werdet es nicht glauben, es gibt sie noch, die Federklappe. Kann man aber auch rausnehmen. Also wenn ihr da wirklich nur das MIG-System nutzt, nehmt die Klappe raus. Es gibt auch für MIG-HD sogar Kindersitze. Also wer mit Kindersitz fahren will, MIG-HD muss draufstehen. MIG-HD, dann passt da auch ein Kindersitz drauf. Fahre ich selbst absolut zufrieden. Genau. Was du gerade angesprochen hast, diese Reling hier, finde ich super. Wir hatten sie jetzt halt vorhin mit dem AEB. Da habe ich jetzt meine Tasche einfach nur hinten hingehängt. Und es klappt einfach wunderbar und man hat dann oben wirklich noch was frei. Finde ich genau. Super. Ja, integriertes Licht hinten drin. Sowieso. Können Sie mal anschalten, dass die Leute das auch sehen. Genau, schöne LED-Kontur da drinnen. Und es ist echt richtig hell. Ja, gerade. Allerdings ist es ein Bremslicht, weißt du das? Also so per Ding nicht. Ja, genau. Es ist sogar ein Bremslicht. Kleiner G-Sensor drin, dass wir dann die Bewegung auch einfach wahrnehmen. Macht Sinn. Entweder im Straßenverkehr oder wenn du in der Tour unterwegs bist, der erste wird langsamer, die anderen sehen es. Gerade wenn wir wieder so mit 25 den Radrichter hinschäppern. Absolut. Jetzt haben wir ja bei Velodeville wahnsinnig viele Optionen, die wir auch noch wählen können. Also wir nehmen jetzt das Grundmodell, das ist quasi der Rahmen. Wir sagen jetzt, wir wollen den 890er haben, SEB. Genau. Dann haben wir jetzt schon mal den Rahmen und wir haben die dicken Reifen. Jetzt können wir aber bei der Schaltung ja auch noch wahnsinnig viel auswählen. Oh ja. Hier ist jetzt eine Qs drauf. Genau, Qs 10 Gang. Schöne Bandbreite, 11 bis 48 Zähne haben wir drin, kannst du eigentlich alles mit abdecken. Du bist jetzt mit uns gefahren. Wie ist es sich gefahren? Super, also Shimano bekannt, sehr angenehm einzustellen und dann funktioniert sie einfach. Also es ist wirklich Shimano funktioniert. Die schaltet sauber, sie schaltet jeden Gang so durch, wie es sein soll. Und du findest bei dieser Abstufung von 10 Gängen auch immer den passenden Gang. Und du hast natürlich immer noch den Motor mit dabei. Das ist es ja eben. Falls er dann nicht mehr dabei sein sollte, dann kannst du natürlich mit den Stufen auch noch ein bisschen variieren. Ansonsten 10 Gänge super. Wir starten damit auch mit, können 9 Gang Qs, wir können 11 Gang Qs. Gar kein Thema. Es gibt aber auch noch die Option, und da wird es auch noch interessant, für die Leute, die sagen, sie hätten gerne eine Nabenschaltung, haben wir auch noch was. Genau, wir können klassisch eine 7 Gang Nabe oder aber halt auch die Enviolo Trekking Nabe stufenlos. Je nachdem, wo man auch wieder unterwegs ist. Macht manchmal nicht den Sinn, weil die Übersetzung sehr, sehr groß ist. Ja. Bei der Enviolo muss man genau schauen. Ganz vereinzelt, je nach Rahmen, können wir auch noch eine Rohloff 14 Gang. Mein Favorit, die 14. Genau. Ist natürlich dann auch immer die hochpreisigste Option. Ne? Das stimmt. Muss man halt auch noch mal sagen. Genau. So, Schaltung haben wir uns jetzt auch ausgesucht. Wir bleiben jetzt mal bei der Qs. Jetzt haben wir ja noch eine Option, die ja die ganze Optik des Rades verändert. Ja. Velodeville bietet eine eigene Lackierung an. Also du kannst dir aus vorgegebenen Sachen eine Lackierung aussuchen. Genau, 33 verschiedene Farben. Okay, da ist für jeden was da. Genau, im Prinzip 16 Grundfarben. Die können wir entweder in glänzend oder in matt nehmen. Und dann gibt es eine 33. Farbe. Das sind die Lack- bzw. Pulverreste des Tages zusammengemischt. Nennt sich Echo Gray. Nee. Ach, also das ist doch dann die, oder? Das müsste ja das dann fast schon sein. Genau, Echo Grey, alle Reste zusammengemischt, kostet keinen Aufpreis, wird draufgepackt, auch mega geile Farbe und natürlich nachhaltig. Absolut, absolut. So wird auch noch mit den Resten was angefangen. Genau, genau. Und du hast vorhin auch noch mal einen kleinen Insight verraten, das wusste ich nämlich auch noch nicht, dass du, wenn du Glanz nimmst, hast du auch noch mal so ein kleines i-Tüpfelchen. Ja, also es gibt manche Glanzlacke, die da eine Metallic-Lackierung drin haben. Das ist zum Beispiel das grüne AEB, Wein matt. Finde ich in glänzend schöner, weil es da noch die Metallic-Flakes mit drin hat. Und wer das in der Sonne mal anschaut, das ist wirklich heftig dann. Ne? Das ist dann so richtig schön, das blitzt dann so richtig. Und da ist das Schöne, dass wir als Händler die Farbrohre da haben. Wir können die Farbe nehmen, wir gehen raus und du kannst dir wirklich im Tageslicht und in der Sonne genau anschauen. Ihr könnt euch zu eurem Ford-Auto könnt ihr euch auch noch die richtige Farbe eures Rades dann nehmen. Ja, im Automobilbereich schon ganz, ganz lange. Ja, absolut, du hast die Farbkarten und jetzt kommt es im Fahrrad dazu. Es macht nur Sinn. Also ganz, ganz clever. Genau. Und wer es bis ins kleinste Detail machen möchte, wir können sowohl den Aufkleber als auch den Schriftzug auch noch in Schwarz oder Weiß
auswählen. Also wer da nicht glücklich wird, schwierig. Kommen wir mal zu weiteren Teilen. Wenn wir jetzt halt auf dem Rad sitzen, schauen wir oben drauf. Die Remote ist eigentlich Standard bei Bosch. Hier ist es jetzt aber auch noch so, man kann auch noch verschiedene Displays auswählen, oder? Genau. In dem Fall Smartphone Grip. Super angenehm, wenn man viel mit Handy auch fahren möchte. Wird induktiv, wenn es das Handy unterstützt, geladen. Ansonsten haben wir einen USB-Ausgang, geht über einen Hauptakku. Wir können klassisch ein Intuvia, wir können ein Kiox 300, Kiox 500. Wir können es komplett weglassen und zum Beispiel auch einen Purion 200 nehmen. Die quasi All-in-One-Lösung, Bedieneinheit und Anzeige zusammen. Würde sich ja dann, hast du vorher nämlich auf der Fahrt schon gesagt, in Verbindung mit dem Smartphone. Genau, finde ich mega. Purion 200, alle Daten vom Fahrrad, dazu übers Handy, Komoot, alle Daten zur Strecke. Ja. Es ist übrigens auch so, falls ihr dieses Rad mit dieser Automatikschaltung zum Beispiel von Enviolo wollt, nehmt euch auf jeden Fall dieses Smartphone Grip mit dazu. Es ist nämlich so, dass wenn ihr beide Apps offen habt, die Flow-App als auch die Enviolo-App, um die Trittfrequenz einzustellen. Erstens könnt ihr das dann ganz, ganz bequem da oben dran machen, müsst nicht das Handy aus der Tasche fummeln, wie ich heute den ganzen Tag. Sondern ihr habt das dann da oben schön fest und es wird geladen. Bei mir war jetzt auf den letzten paar Kilometern das Problem, das Handy war leer. Ja. Weil halt eben zwei Apps offen im Hintergrund sind plus GPS und hast du nicht gesehen. Und dann ist es natürlich blöd, wenn dann das Handy aus ist. Weil so könnt ihr dann die eigentliche gute Funktion dieser Automatikschaltung nicht mehr ganz so gut nutzen. Also wäre auf jeden Fall ein kleiner Tipp. Gut, gehen wir weiter runter. Wir haben eine dicke, fette Federgabel. Jawohl. Genau. Eine RST. Mit Luftkammer. Mhm. Wir können sie schön einstellen auf Fahrergewicht und auf Fahrprofil, was du halt einfach, wo du unterwegs sein magst. Ist ein tolles Upgrade, wenn man das wirklich halt auch dann eben, ich sag mal, ein bisschen mehr Gelände dann auch nutzt, ist wirklich das Rad als SUV überall zu fahren. Genau. Einen kleinen Blick weiter. Bremse. Standardmäßig Shimano, vorne, hinten zwei Kolben. Mhm. Wir können es als Option vorne mit einer Vierkolben-Bremsanlage. Ist auch wieder die Sache, viel in den Bergen unterwegs, viel bergab, kann eine Vierkolben Sinn machen. Ja, absolut, finde ich auch dann. Das ist aber auch ein wichtiges Upgrade, weil das ist einfach für eure Sicherheit und auch Lichtverkehr. Jetzt gibt es ja hier auch noch die Happy Size. Was ist denn das? Happy Size ist, wenn entweder der Fahrer selbst ein bisschen mehr Gewicht mitbringt oder aber er viel Gepäck auch mitnehmen mag. So können wir das Rad von 140 Kilo gesamt zulässigem Gewicht auf 160 quasi hochschrauben. Das sind ein paar Anbauteile, die dann halt fix getauscht werden, andere Speichen, ein anderer Vorbau. Wir haben einen anderen Lenker. Wir haben die Sattelstütze dann von bei Schulz standardmäßig mit drin. Das sind so ein paar kleine Änderungen, wodurch wir dann auf 160 Kilo gesamt kommen. Das sind auch die Teile, die eigentlich am meisten dann beansprucht werden. Also gerade der Lenker ist halt mit viel Gewicht natürlich ein wichtiges Bauteil. Da wollt ihr nicht, dass der bricht. Und da ist dann auch ein Ergotec drauf, der dann ein bisschen mehr aushält. Und gerade bei den Laufrädern dickere Speichen, wahrscheinlich auch sogar ein, zwei Speichen mehr. Ja. Und dann habt ihr da auch, wenn ihr irgendwelche Randsteine zum Beispiel runterfahrt, habt ihr da auch die Sicherheit, dass da nichts kaputt geht. Genau. Alles in allem ein wahnsinnig gutes Rad. Fährt sich auch gut, oder? Mega, mega. Ich bin super zufrieden damit. Vorhin auch die tieferen Schotterpassagen hat immer Sicherheit gegeben. Mhm. Man hat sich super schnell drauf wohlgefühlt. Also es ist im Prinzip Sattel einstellen, draufsitzen, losfahren, fertig. Und da ist wirklich das Schöne, man findet für jeden nicht nur vom Anspruch her das richtige Rad, sondern auch für die Optik. Mhm. Genau, es ist nicht, wir haben zwei oder vielleicht mal drei Farben das ist eben das Schöne. Und du musst es nehmen, dann so wie es halt da ist. Nein, wir können halt wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und Lieferzeiten momentan leider 3 Wochen. Nein. Super schnell, dein Fahrrad. Das ist ja gar nichts. 3 Wochen. In der Fahrradwelt sind wir ja fast schon wie bei den Autos mittlerweile. Genau. Und da ist 3 Wochen schon eine ordentliche Ansage. Ja, es ist super. Also wirklich von vorne bis hinten das gesamte Konzept, wie du willst, macht Sinn. Mhm. Es ist alles durchdacht und 3 Wochen für dein Rad in deiner Konfiguration ist nichts. Mhm. Ab wann gibt es die bei euch? Also ab wann kann man bei euch in Weilheim hier die Räder bestellen? Genau, also die ersten Räder, sie sind quasi bestellt, sind jetzt im Zulauf. Ich denke mal, dass wir die ersten Anfang Oktober aufgebaut im Laden stehen haben werden. Noch nicht die gesamte volle Auswahl, die wird sich dann bis, ich sag mal, November wahrscheinlich nach und nach aufbauen. Aber ab Oktober werden wir die ersten da haben. Es ist ja auf jeden Fall ein absehbarer Zeitraum. Also wenn ihr euch für Velo de Ville interessiert, gerne bei uns vorbeikommen. Wenn ihr aus dem Oberland kommt, gerne hier nach Weilheim. Zum Autohaus, Ford Autohaus Rausche. Wichtiger, Fitbikes Weilheim. Ja, oder Fitbikes Weilheim, ist um einiges einfacher. Ist auch natürlich bei uns auf der Homepage verlinkt.
Preislich brauchen wir jetzt noch und dann sind wir eigentlich durch, oder? Genau, SCB geht in der Basis los bei 3049 Euro. Und dann können wir natürlich erstmal anfangen, was wollen wir für einen Grundrahmen, was wollen wir für eine Schaltung, Ausstattungspakete. Ist natürlich wie bei jeder Fahrradmarke nach oben, ist noch gut Luft, aber bei knapp über 3000 geht's los. Das ist allerdings dann auch schon ein anderer Rahmen, ne? Das ist dann nicht, ist genau. Das der integrierte? Nee, genau, so also wir haben dann einen halb integrierten Akku. Mhm. Aber es ist halt immer die Sache, wenn man ein bisschen Geld sparen möchte, ist das eine super Option. Absolut. Man kann halt wirklich wieder eine breite, breite Masse damit ansprechen. Und wenn man es schön integriert haben möchte, dann noch mit dem einen oder anderen Zusatzfeature, da gehst du bei knapp über 4000 Euro dann los. Genau. Wunderbar. Also, wer sich dafür interessiert, schaut gerne in die Videobeschreibung unter dem ersten oder zweiten Link. Ich glaube, der erste Link ist es. Da kommt ihr bei uns auf der Homepage raus, findet den richtigen Standort. Wie du willst, gibt es an allen Standorten. Wir können sie überall bestellen. Ob sie vorrätig sind, ist eine andere Frage. Aber wir können sie auf jeden Fall an jedem Standort bestellen. Marcel, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Danke, dass ihr hier seid. Und ich hoffe, dir hat Spaß gemacht mit dem Testrad. Auf jeden Fall. Sonst hätte ich sie ja auch nicht hergenommen. Ich muss bloß aufpassen, dass es nicht da behält. Wunderbar. Wir wünschen euch einen schönen Nachmittag und bis bald. Ciao. Ciao.